Hallo meine Lieben, willkommen zu diesem heutigen Smash Brothers Tagebuch. Ich werde gleich das Ganze abgeben, denn es ist folgendermaßen gewesen. Nintendo hat mich damals angeschrieben und hat gesagt, hey Tim, hast du nicht Bock zu Smash Brothers was zu machen? Du bekommst von uns das Spiel, machst dazu ein Review und ein Gewinnspiel, das haben wir auch gemacht. Und kennst du zufällig noch jemanden, der noch nie Smash Brothers gespielt hat? Entweder ein Kumpel von dir oder ein YouTuber? Habe ich halt lange überlegt und dann hat Batze mich angeschrieben, hey, ich hätte da was. Und Matze hat nämlich einen Freund, der gerne Videospiele spielt und der hat noch nie Smash gespielt. Buh, erst einmal dafür, aber... Und dann hat Matze gemeint, er würde das Video gerne mit ihm zusammen machen. Und ich möchte, dass ihr dieses Video einfach als das seht, was es ist, ja. Es war ein kleines Experiment. Für Matze ist das auch das erste Mal gewesen, dass er so eine Art gemacht hat. Die mussten halt zu ihm hin, Familienvater, sagt er gleich auch nochmal, und dann mit dem Equipment da das Ganze aufnehmen. Dementsprechend wird das jetzt hier nicht gleich, das sagt er aber auch nochmal, jetzt nicht die mega geile Hollywood-Produktion. Gebt Matze trotzdem bitte eine faire Chance dafür, dass er das hier gemacht hat, für Nintendo und für mich ja auch. Und ja, habt einfach Spaß mit diesem Video. Es ist interessant zu sehen, wie sie an 3 Tagen mal aufnehmen, wie sich sein Skill im Laufe der Zeit so abgewandelt hat. Und um dann diese Smash Brothers Reihe abzuschließen, gibt es dann demnächst nochmal ein Tipp-Video von mir. 10 Tipps für Anfänger, für Leute, die mit Smash Brothers neu einsteigen, und passend dazu gibt es dann auch nochmal demnächst in diesem Tutorial-Video zu Smash Brothers 2-mal Super Smash Brothers für die Nintendo Switch zu gewinnen, und da freuen wir uns dann einfach mal drauf. Also meine Lieben, ich gebe an Matze ab, viel Spaß mit dem Video und habt einfach Spaß. Hallo Tim, hallo liebe gute Laune-Bande und hallo Olli von Nintendo. Im Auftrag von besagten Olli von Nintendo und Tim durfte ich ein Videotagebuch anlegen mit einem Freund von mir, der noch nie mit der Super Smash Bros. Reihe in Verbindung gekommen ist. Ich stand ihm dabei so ein bisschen als Coach zur Verfügung, habe ihm ein paar Tipps und Tricks gezeigt, wie zum Beispiel, dass das Spam von dem Seitplatz B bei manchen Charakteren keine gute Idee ist. Und wir haben das so in 3 Abschnitte aufgeteilt. So das erste große Zusammentreffen zwischen ihm und der Smash Bros. Reihe, danach so ein paar Wochen wieder und dann das große Schlussresümee fürs Ende. Und auch wenn er sich gleich selber vorstellen will, es gab halt beim Drehen immer so ein paar kleine Probleme. Er ist halt Vater von 3 Kindern von zwischen ein paar Monaten und fast 6 Jahren. Arbeitet Vollzeit und hat noch eine Frau zu Hause, dementsprechend war es mit Drehterminen manchmal nicht ganz einfach zu handhaben. Und ich habe sowas noch nie gemacht, also erwartet bitte keine hochaufwendig produzierte Dokumentation, es ist einfach nur so ein kleines Videotagebuch. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video trotzdem gefällt und ich würde sagen, Film ab. Ja, ein wunderschönes Hallo wünsche ich. Man sieht mich gerade nicht, weil ich hinter der Kamera bin, aber ich bin jetzt zu Gast bei einem Freund. Wir sollen zusammen in Kooperation mit Nintendo ein kleines Videotagebuch führen, wie jemand, der noch nie in Berührung mit der Super Smash Bros. Reihe in Berührung kam, wie das empfinden ist. Das ist mein Kumpel. Hallo Philipp. Hi. Wer bist du denn? Was machst du so? Also, ich bin Philipp, 31 Jahre alt und ich spiele mein Leben lang schon. Ich habe von Nintendo bis Super Nintendo einmal durch alles komplett, außer bis jetzt eine Xbox, habe ich jede Konsole schon gehabt. Hab die Reihe noch nie gespielt, hab viel davon gehört, auch von dir zum Beispiel, und freue mich jetzt auf das Spiel, weil es sieht, im Trailer sah es jetzt ganz cool aus. Ich habe natürlich schon einen Trailer angeschaut, ein bisschen Gameplay, aber es ist mal was Neues. Jetzt gerade läuft zum Beispiel das How-to-Play-Video, das einige Leute komischerweise nicht kennen, obwohl es direkt nach dem Intro spielt. Das Spiel wohl ein bisschen die Ungeduldigkeit mit. Und ja. Ich würde mal sagen, fangen wir an, oder? Fangen wir an, ja. Jetzt Smash. Genau. Alles klar. Das heißt, eine riesige Auswahl an Stages. Ui, okay, das ist einiges. Ja. Ach, coole Turm. Genau. Sehr schön. Schönes Spiel. Castlevania. Bayonet. Ach Gott, ist das ein Klassiker. Das kenn ich so auch. Sieht es jemand aus, der sich freut. Zelda, mal gucken. Bin ich auch. Ich muss sagen, komm, halt mir einfach mal hier an. Ja, komm, nimm's Piratenschiff. Nimm's nicht. Nimm was anderes. So was. Wohin? Nimm mal was. Am besten ganz oben links. Ganz oben links. Ganz oben links. Das hier? Genau. Ah, na super. Hier heißt auch noch Training. Alles klar. Also, du hast ja jetzt im Intro gesehen, es gibt einige Charaktere. Mhm. Das sind alle. Definitiv. So viel habe ich im Trailer auch gesehen. Ja, die hatten halt andere Skins. Ah komm, natürlich, nehmen wir hier den Ring. So. Also ich werde es nicht sofort verprügeln, nehme ich mal an, oder? Nee, also... Sehr gut. Du kannst jetzt einfach Pikachu verprügeln. Okay. Du hast ja im How-to-Play-Video vielleicht gesehen, dass man sich in den Abgrund stürzt, richtig? Aber du hast dich schon gut gerettet.
Okay. Ich habe das im Trailer gesehen gehabt, dass du dich irgendwie da... Warte mal, wie gesprengt man? Ah, okay. Ja, jetzt mal los. Ja, natürlich, klar. Ein Anfänger kriegt direkt einen Footstool hin. Das kriegen einige Leute, die es ja schon länger spielen, nicht hin. Und es ist zum Beispiel so, dass du in der Luft hast du 5 verschiedene Angriffe mit dem A-Knopf. Du hast auf dem Boden hast du 3 verschiedene Angriffe, wenn du den Stick einfach nur in eine Richtung drückst. Du hast 3 verschiedene Angriffe, wenn du den Stick schnell in eine Richtung drückst. Also das Moveset ist eigentlich bei jedem Charakter, also beziehungsweise die Anzahl der Attacken jedes Charakters ist gleich. Nur wie sie halt ausgeführt werden, ist es von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Genau, ja. Und jetzt kannst du zum Beispiel zuschlagen, um noch ein paar Prozente drauf zu hauen. Und dann kannst du halt an eine von 4 Richtungen werfen. Hoch, runter, vorwärts und rückwärts. Das ist doch das. Oh Mann, ich weiß nicht mehr. Wie hieß das nochmal, die Fähigkeit? Die Spezialfähigkeit, die Bubble in Zelda Breath of the Wild? Ja, die hat jeder Charakter, die Blase. Ah, okay, gut, das sah gerade aus wie die. Oh, nee, die ist ja, glaube ich, grün, oder? Kannst du mal warten, bis die Blase zerbricht? Ah, okay. Das ist ein Schildbrecher. Ah, jetzt bist du quasi wehrlos und wenn jetzt jemand ganz, ganz böse ist, kann dir richtig wehtun. Okay, krass. Jetzt geht's in den klassischen Modus. Und nervös. Ein bisschen. Okay, was ist das jetzt? Da stellst du die Schwierigkeit ein und ich sag mal, geh mal auf 1,0. 1,0 ist, glaube ich. 1,0? Ja. Soll ich mich gleich lächerlich machen? Ah, alles klar. Ticket du bist. Nee, einfach Start. Einfach Start. Okay. Was ist Ticketstart? Damit kriegst du bessere Beute, aber ich glaube, du hast doch keine Tickets, oder? Okay. Glaube ich. Nee, keine Ahnung. Alles klar. Ah, nein! Nein! Das wäre super gewesen gerade. Verdammt, komm schon. Genau, wirf dem Engel eine Bombe in die Fresse. Ja. Was ist das? Nein, nein, ich will das haben. Wie kriege ich das? Mit A-Knopf. A-Knopf? Ja, super. Ah, ich... Bist du mal weg? Verdammt. Ich hab einen Pokéball. Kann ich den jetzt fangen? Ja, einfach noch auf den Boden schmeißen. Was war das? Tschüss, Metagross. Das ist jetzt zum Beispiel ein Smashball. Wenn du den brichst, dann kriegst du einen Ultra-Smash. Da kriegst du einen ziemlich mächtigen Angriff. Und vielleicht erkennst du den ja sogar... Leck mich, Brad. Was war das? Das war dein erster gewonnener Kampf. Und erzähl mal, wie war jetzt der Kampf für dich? Ich glaube, ich habe den aus dem Bild geschossen. Ich glaube, den gibt's nicht mehr. Es war cool. Also ich habe erstmal natürlich null Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Nehme ich mal an. Aber es macht Fun bis jetzt. Freue mich auf beides. Ich finde es immer lustig, wie der Ansager Bayonetta ausspricht, wenn er so ansagt. Er sagt immer so richtig so schön euphorisch, Bayonetta! Ich würde auf sie schmeißen, nehme ich mal an, oder? Mhm. Warum? Oh, warte. Yay, yeah, das war nicht so intelligent. War das... Und? Fühlst du dich schlecht? Nee. Eigentlich gut. Das ist halt zum Beispiel eine Helfer-Trophäe, da kannst du dir einen Gefährten aus irgendeinem Spiel rausholen. Einfach nur aufheben, genau. Und jetzt hast du Tiki, glaube ich, aus Fire Emblem müsste das sein. Oh, die sieht cool aus. Und die hilft dir jetzt ein bisschen. Bisschen sieht gut aus. Aber wie die aufgeht. Ach du Heilige. Okay, ich habe jetzt nichts gemacht. Die Helferin hat es gemacht. Dankeschön. Tiki? Tiki. Tiki, ja. Ich glaube, sie heißt Tiki. Was ist auch von der Helferin? Okay, dann. Lamieren wir uns mal das Härteste. Dann los geht's. Ja. Also du musst die Kugel nicht einsammeln, aber es trägt zu deiner Punktzahl bei. Wenn du zum Beispiel merkst, dass diese schwarze Wand näher kommt, dann hau ab. Nein! Oh Gott! Wie komme ich jetzt? Ich kann ja habe Doppelsprung. Wie komme ich nochmal hoch? Liebe Leute, guck mal her. So sieht der Noob aus. Yay! Du hast halt einen Sprung in der Luft. Mhm.
und mit hoch B kommst du noch mal ein Stückchen nach oben. Das ist aber von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Oh, Ganon. Jetzt. Verdammt. Und jetzt kannst du sie nur richtig dreckig geben. Bei 100%, ich würde mal auch noch einschlagen, ich bin weg, oder? Ah, ja. Jetzt gibst du nochmal richtig. Oh. Also, es war definitiv nicht verdient. Irgendwie lief es vorher besser als jetzt. Ja, manchmal ist man beim zweiten Versuch einfach ein bisschen nervöser. Oh. Jetzt heißt es Credits abfeuern. Ich glaube, das hat wirklich jeder von Anfang an direkt so gemacht. Aber links, rechts, links, rechts. Ich habe das gerne auf dem Ding gespielt. Auf dem Handy. Da fand ich das immer geil. Das ist ja auch geil gemacht. Das ist super. Und dann gibt es halt am Ende immer so ein kleines, schönes Bild. 129. Gut. Oh, Walui. Zwischen ist alles. Snack Mini, Ultra Störer. Wenn wir das anschauen, was ist das oben? Also die oberen Beine sind Geister für den Geistermodus oder halt für andere Modi in dem Spiel. Mhm. Dann hast du 367 Gold gewonnen, die du zum Beispiel für Continues benutzen kannst oder die du im Shop halt verpressen kannst. Dann hast du 150 Geistertaler oder Geisterpunkte. Mhm. Das ist auch für den Geistermodus wichtig. Der Ultrastörer ist für die Geistertafel wichtig und dann hast du noch ein paar Snacks bekommen, die halt auch wichtig sind, zum Beispiel den Link oder den Typen auf dem Motorrad zu füttern. Weißt du, wer das ist? Donkey Kong, mir fällt der Name nicht ein. Verdammt, komm schon. Super Nintendo, mir fällt der Name nicht ein. King K. Krull. King K. Rool. Wenn du den jetzt besiegst, kannst du als Kämpfer behalten. Aber Achtung, die Stage kostet schnell Leben. Ja, das habe ich mir gerade eben gedacht. Ich wollte gar nicht. Oh Mann. Aber guck mal, was da steht. Ach, das ist cool. Oben links hatten wir vorhin. Unten links bin ich auch. Der rechte mit der Kette. Castlevania? Ja. Ah, siehst du? Simon Belmont. Ja. Hallo, Creed. So leichte Probleme gerade eben. Aber läuft. Dreht sich das Ding schon wieder. Wer ist Crate? Crate ist auch aus der Metroid-Reihe. Okay. Ich auch leider ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sie weiblich ist. Für eine ganze, ganze Weile. Mhm. Das wussten einige Leute nicht. Meisterhand. Sagt mir gerade gar nichts. Es ist ein Smash-Originalcharakter, den gibt es nur in der Smash-Reihe. Beziehungsweise auch in einem Kirby-Spiel. Oh, diesmal hat er. Oh, wo geht er jetzt hin? Oh, was war das? Da geht er down. Das sah grad cool aus. Die Fähigkeiten sind schon sehr cool gemacht. Ach, ich hätte so ganz solid gerade. Ich habe im Trailer gesehen, kann ich eine Box verstecken. Das ist total schöne Klassiker. Bowser, zu der links. Jetzt hast du deinen zweiten Klassik-Modus geschafft und das sah schon mal deutlich besser aus. Ja.
Das sieht doch ganz gut aus. Wird doch ein schöner Smash in die Fresse, das war's. Nein! Bleib gefällig stehen, wenn man dich kalt machen will. Immer rausgeboxt. Nochmal. Das ist dein erster freigespielter Charakter. Cool. Auf Nummer sicher gehen. Oh, ist das ein Lahm! Ah, ist das ein Lahm! Komm schon! Meine Damen und Herren, wenn ich vorstellen darf. 0%! Wenn ich vorstellen darf, Philipp Lahm! Oh, lame! Ach Gott, ist ja fast so schlimm wie campen, oder? Ja. King Kong. Und da mal die nächsten. Und was sagst du? Kämpft nun mit. Sehr seltsam, der kleine Junge. Warum er auch mit einem Baseballschläger rumrennt. Aber gut, warum nicht? Weil er es kann. Und es ist wieder passiert. Ein weiterer Kämpfer. Und, was sagst du? Meine, der war richtig schwer. Der ist richtig übel. Mhm. Durch, dass er so viel aushält, hätte ich echt nicht gedacht. Das ist krass. Meine Fresse. Aber mit dem will ich definitiv spielen. So, wir beide haben jetzt ein bisschen zusammengespielt. War ganz lustig. Ein paar Charaktere freigespielt. Und ich würde sagen, jetzt hast du dich ein bisschen eingespielt. Wird man sich für den Geistermodus, wa? Mhm. Fox. Ja. Das Ding sieht immer cool aus. Warte, was sind das? Hände? Mhm. Warum zum Geier fallen da Hände runter? Aber das sieht mal geil aus. Was soll das sein? Sein wesendes Licht. Das war's, würde ich mal sagen. Warum war Pikachu gerade genauso schnell wie Sonic? Das geht mal gar nicht. Sonic hat sein Tempo angepasst, um Pikachu zu retten. Genau, ist super, die Spiele. Lass mich raten, die werden alle gefangen genommen. Würde ich jetzt mal schon fast so sagen. Ja, genau. Und Sonic in der Kiste. Super. Natürlich. Was denkst du, in welcher Charakter überlebt das? Kirby? Wirklich jetzt? Okay. Das Universum ist klar. War ein schönes Spiel. Kiras. Oh, der arme Kirby. Cool aus. Ich glaube, dein Ziel ist klar. Ja. Dann hoch. Mehr geht nicht. Hast du aber bestimmt einen Weg. Das ist cool gemacht. Okay, dann würde ich mal sagen. Okay, das sieht komisch aus. Was passe ich da an? Du passt deine Geister an oder zum Beispiel den Kämpfer, den du auswählen möchtest, aber du hast im Moment nur Kirby. Mhm.
Ich glaube, Geister hast du auch. Doch, ein paar Geister hast du ja bekommen. Kannst du mal gucken. Nein. Kämpfer, Geister 0. Drück mal ab. Ah, okay. So, und der taucht dann. Taucht nicht auf, nee. Es ist quasi einfach, du kämpfst mit der geistigen Hilfe von Skyman. Okay. Und jetzt hast du links, also jetzt hast du rechts noch die beiden Subgeister, da kannst du zum Beispiel noch Boni rausziehen. Okay. Wenn du andere Geister hast. Kannst du ruhig ausrüsten. Ja. Einfach, genau, jetzt einfach. Guck mal, da hast du Pikachu, Waluigi und Poppy, glaube ich, ist er, ne? Topi. Und hier ist es. Das Großschein. Was ist das denn, der Hammer? Ich denke, es ist eine Waffe. Okay. Also ich selbst habe Topi bei mir zum Beispiel noch gar nicht. Erhöht bei 0% Schaden das Lauftempo. Oh, warte. Das. Machen wir es so. Mhm. Mal aufkämpfen. Das ist krass, nur die roten Augen, wenn es so dunkel ist, die schon übel aus. Okay. Oh, schade. Ich dachte, ich kriege irgendwie hin. Metallphase? Man kriegt einen Gegner kurze Zeit eine Metallpanzerung, ist halt schwerer rauszubekommen. Jetzt zum Beispiel. Ah, okay. Ich fand es so cool mit dem Stein. Zack. Nein, doch nicht. Gut. Und voll drauf. Jawoll! Ist das, kann es sein, dass es von der Höhe, je höher ich bin, ich durch solche Fähigkeiten einsetze, dass sie mehr Schaden machen? Mhm. Okay. Gut. Lernjuwel. Auch ein Geist kann aufleveln, sehe ich gerade. Mhm. Okay, cool. Und mit diesem Bild beenden wir quasi heute die heutige Aufnahme. Also wir haben ordentlich Gas gegeben, Philipp hat ordentlich Gas gegeben. Erzähl mal, wie gefällt dir das Spiel bisher so? Ist echt super, hätte ich nicht gedacht. ich hätte eigentlich echt mal die anderen Teile spielen sollen. Weißt du denn, sonst kann man eigentlich so jetzt noch nicht viel dazu sagen. Also es gefällt mir, es macht Spaß, hat viele verschiedene Sachen, was du machen kannst. Und die Geschichte ist ein bisschen seltsam. Da muss ich noch genau mal da hinten rankommen, was diese großen Hände sind. Aber sonst bin ich echt zufrieden. Also ich hätte nicht gedacht, dass mir das Spiel so sehr gefällt. Das klingt eigentlich ganz gut. Würde ich auch sagen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Das war quasi der erste Tag, also das erste große Aufeinandertreffen. Das ist der längste Teil des Videos, das sieht man vielleicht, aber ich denke, der erste Tag ist auch der interessanteste. Dann haben wir uns nach ungefähr 2-2,5 Wochen wieder getroffen, also nach Weihnachten, den Feiertagen, und dann war er krank, dann war ich krank, dann waren seine Kinder krank, dann wollte seine Kinder nicht anstecken, und das war alles gab ein bisschen hin und her. Leider fehlt ein Teil einer Aufnahme. Es wird ungefähr ein 20-minütiges Video und ich habe keine Ahnung, warum das fehlt. Es war doch leider nicht meine Kamera und vermutlich habe ich da einfach nicht irgendwie auf Video gedrückt, sondern auf ein Bild, und ja, das fehlt leider. Trotzdem habe ich noch ein bisschen was vom zweiten Tag für euch und Film ab. So, nach ein paar Tagen war der junge Mann, der war ein bisschen fleißig. Hat ein paar weitere Charaktere freigeschaltet. Und wie gefällt es dir bisher? Sehr toll. Richtig gut. Muss ich echt sagen. Also es macht wirklich viel Spaß. Immer wieder abwechslungsreich mit mehreren Charakteren. Manche liegen mir nicht. Manche wiederum sehr cool. Aber ich muss sagen, es macht sehr Spaß. Der bisherige Liebling? Bisherige Liebling? Kirby. Ich weiß nicht warum. Kirby hat es mir angetan. Aber Ryu. Ryu ist auch sehr cool zu spielen. Hast du so altes Feeling, als würde man Street Fighter spielen. Ist auch nicht schlecht. Gut. Und wer liegt bisher so gar nicht? Ridley. Nicht wirklich. Ansonsten Lucario war ganz cool. Ah Gott. Warte mal.
Peach auch nicht so wirklich so meine Bringe. Bowser ist ganz cool, aber es ist eher dein ja. Fan, weiß ich. Ja. Na, die anderen muss ich auch noch austesten. Plus mal schauen, was jetzt noch kommt. Der letzte war ja Meta Knight. Bin mal gespannt, was noch kommt. Ich hätte halt gern Snake. Ich frage mich, wie der am Manager so scheiße ob ich das trotzdem haben. Simon ist auch ganz interessant. Simon ist super, ja. Hm. Ah, okay. Schnell, mal gucken. Ich schätze mal, du weißt schon, wer das ist. Ich natürlich. Das war klar. So, mal gucken. Das ist der Ike. Okay. So. Komm, nimm mal wieder. Mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das war's schon. Neuer Charakter? Man sieht's. Aber schön Smash in die Fresse und dann war's das mit der. Oh, okay, das war jetzt nicht so geplant. Sag mal, was ist los mit dir? Ja, wunderbar, Knick. Wunderbar. Läuft. Ach, die hat aber einiges ausgehalten. Ja. Nicht schlecht. Ach, da war der Krokum einiges leichter. So, wir hatten jetzt heute nicht so viel Zeit und haben noch ein paar Charaktere freigeschaltet. Ich habe auch Philipp ein bisschen was dagelassen, einen Rekord in der Person kann es überbieten. Ich habe mir auch nicht so viel Mühe gegeben, dass er da eine faire Chance hat. Super. Und so nach jetzt 2 Wochen, was sagst du? Ja, ich habe halt nicht viel Zeit gehabt. Das wäre, glaube ich, weiter. Definitiv. Es macht sehr Spaß. Ich hänge bis jetzt eher mehr im klassischen Modus drin. War noch nicht so weit jetzt vom Geistermodus. Also es macht, wie gesagt, wirklich sehr Spaß. Das Abwechslungsreiche gefällt mir. Teste mich halt dann nach und nach von Charakter zu Charakter. Was mir jetzt nicht so besonders gefallen hat, vielleicht ist eine Kleinigkeit, sind Geistermodus. Sobald du irgendwas machst, kommt sofort ein Ladebalken. Es dauert alles immer so lang. Mhm. Nicht so flüssig. Kann aber auch, wie gesagt, eine Kleinigkeit sein. Ist jetzt nicht so schlimm. Okay. Aber sonst macht mir das Spiel sehr Spaß. Ist sehr abwechslungsreich. Wird nicht langweilig. Das auf jeden Fall nicht, nee. Nee. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Du spielst fleißig weiter, versuchst den Rekord zu überbieten. Und Kamera schalten nicht scharf? Edit schalten scharf, okay. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und ich hoffe, dass euch der zweite Tag trotzdem gefallen hat. Ich habe ja auch gesagt, dass ich ihm dann einen kleinen Rekord da gelassen habe, so 1,3 irgendwas Millionen mit Bowser. Ist jetzt nicht so viel, also das kann man eigentlich schaffen. Und im letzten Tag geht es halt um sein großes Resümee, was findet er so insgesamt im Spiel, was gefällt ihm nicht und hat er den Rekord gebrochen oder nicht? So, jetzt fangen wir mal an. Für unsere letzte Aufnahme habe ich mir ein Spezielles gelassen. Ich bin froh, dass ich ihn endlich mal bekommen habe. Schnacke. Schnacke. Jawohl, Nikita. Ey, hüpfst du mal. Und kommst du her, warte, komm. Verdammt, nein. Ah, genau, spring die Kinder weg. Ich liebe das. Ah, verdammt, komm schon. Ah, die Mucke ist einfach nur, es ist einfach göttlich. Ah, komm hoch, nein. Und was sagt der Kinder zu Snake? Ich hab mir besser vorgestellt. Wirklich, ich hab mir echt besser vorgestellt. Er ist ganz angenehm, aber ist leider echt nicht mein Fall. Ist schwer mit ihm zu spielen, finde ich. Da 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 da. Ja, leider. Okay, wir kommen langsam zu einem kleinen Endresümee. Man sieht vielleicht, er hat mittlerweile alle Charaktere freigeschaltet. Dafür beachtlich. Applaus. Und was sind so diese Charaktere, die du besonders gerne magst? Welche Charaktere spielst du gern? Sehr gerne spiele ich Ryu. Ich finde einfach den Kampfstil nämlich so sehr an Tekken. Street Fighter meine ich nicht Tekken, oh Gott. Street Fighter. Cloud finde ich sehr geil, weil ich bin auch extremer Final Fantasy 7 Fan. Ist total cool. Aber was man vielleicht bei Cloud sieht? Ich habe mir das letzte Mal einen Rekorder gelassen. Von Bowser. Und der hat ihn überboten. Da hast du ziemlich viel mit Cloud gespielt, oder? Ja.
Das glaube ich. Ja, das ist halt super. Bowser ist trotzdem auch ein sehr cooler Charakter. Spielt sich super. Finde ich echt nicht schlecht. Was ich sonst auch noch mal gespielt habe, Kirby. Kirby habe ich von Anfang an. Das war, glaube ich, das erste, was ich großartig genommen habe. Auch im Abenteuermodus, im Geistermodus spielt man den ja auch. Und ich finde einfach, meiner Meinung nach, es ist leicht mit Kirby zu spielen. Es ist nicht wirklich schwer. Er hat coole Angriffe. Aber ich würde trotzdem eher bei Cloud bleiben. Das ist einfach. Bayonetta ist auch extrem. Auch wenn man die als Gegner hat. Die ist auch sehr heftig. Ja, die sexy Hexi. Mhm. Eine ganz andere Liga, bitte. Oh ja. Jedes Mal, wenn ich gegen die kämpfe, kommt es mir voll, als würde sie gar nicht mehr aufhören. Da kommt ein Schlag nach dem anderen. Ich komme nicht mal dazu, Luft zu holen. Und schon bin ich vom Fenster. Aber nicht, dass die Kombo-Königin. Ja, geht cool. Kleine Unterbrechung. wir sind jetzt wieder dabei. Bei dem, was mir auch sehr cool gefallen hat, wo ich die meiste Zeit jetzt verbracht habe, ist bei der Geistertafel. Abenteuermodus ist so... Es ist cool. Die Idee ist toll. Aber wie gesagt, das Einzige, was ich da bemängeln will, bei den ständigen Ladezeiten, das ist aber okay, das ist nur mein Problem, ist aber auch nicht so mein Fall. Ich bin eher, ich hocke halt sehr gern im klassischen Modus drin und halt natürlich hier Geistertafel. Da habe ich auch ganz viele Chars freigeschaltet. Wenn wir mal reingucken, so fast 800. Fast 800 Geister. In der ganzen Zeit. Altes Schaf. Also ist schon beachtlich. Ist einiges. Ja. Das hat auch gar nicht so lange gedauert. Weil man haut sich halt ständig einen neuen. Was ich auch geil jetzt dabei finde, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal hier, da passt einfach hier die Prinzessin zu der anderen, weiß nicht, passt jetzt einfach wie soll ich sagen? Also hier zum Beispiel, da hat man natürlich die ganzen kleinen Links mit dem großen hinten dran. Passt einfach, das hat halt eins mit dem anderen zu tun. Gut, das war ja klar. Nochmal irgendeins, was besser ist? Ah, hier, Raven Roy zum Beispiel. Das passt ja auch wieder. Ist auch was ich persönlich an der Geistertafel wirklich gut finde, dass man sich halt da wirklich bei den ganzen Geistern, dass man sich so viel Mühe gegeben hat, die ganzen Charaktere wirklich gut zu treffen. Mhm. König Bulbin, Wario, das ist einfach, es passt so gut. Gut, jetzt bei Gangsterfrau und Polizist und Wolf, ja, okay, lassen wir es, ist okay, das passt. Aber ich finde es halt cool, dass ständig neue kommen. Das ja. Fand ich halt immer, das war das Tolle. Es ist nicht nur das Gleiche, du hast ständig andere, verschiedene Kämpfer. Das ist das Tolle dran. Was auch cool ist, ist das Event gerade. Im anderen konnte ich gar nicht wirklich groß teilnehmen, aber das fällt mir auf. Ich finde es halt cool, zum Beispiel wegen unseren drei legendären Pokémon aus Kanto. Ansonsten auch sehr cool, muss ich echt sagen, die Audiothek. Super geil. Also, dass da zum Beispiel auch natürlich. Ah, warum ist denn hier? Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Fanboy! Einfach Erinnerungen hoch. Das ist so schön. Oh Gott, bin mal gespannt. Nee, war halt auch die ganzen schönen, die ganzen tollen die Lieder von Zelda. Es gibt richtig geile Teile. Ja, man schwebt halt in der Erinnerung. Das finde ich super, dass sie es noch mit reingepackt haben. Sonic natürlich. Viele müssen es alles noch kennen. Lassen wir mal alles drin. Und was ich noch gemacht habe, ne? Wo ist es denn? Oh, ist da so eine halbe Stunde? Warte, jetzt. Hier. Smash im Sword Smash. Das fand ich auch ganz geil. Einfach mal ein bisschen zusammenstellen und dann kann ich auch eine ganze Weile Zeit verbringen. Also im Endeffekt, das Game ist so, man kann bestimmt die ganze Zeit dran hocken, für jemanden, der es extrem richtig liebt. Aber wie gesagt, ich hatte es ja nie großartig gespielt gehabt. Ich habe es einmal gesehen. Ich habe es, glaube ich, einmal 2 Minuten kurz in die Hand genommen bei einem Kollegen. Das war's, so viel habe ich gespielt gehabt. Aber jetzt mal wirklich intensiv drin, hat's mir gefallen. Es ist cool. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ein neues Teil rauskommt, dass ich mir das hole. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Handheld hatte ich ausprobiert, ist nicht so mein Fall. Ich finde es am Fernseher auch besser. Ist schön hier chillen, bisschen zocken. Aber ist ganz okay, wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, wenn man meint, auf dem Pott spielen zu müssen oder sowas. gibt's auch. Manche wollen natürlich jede Sekunde genießen, so in verschiedenen Sachen. Aber ist jetzt nicht wirklich so mein Fall. Nee, ansonsten online habe ich nicht gespielt. Ich habe keinen Online-Modus, sagen wir es mal so. Ich habe es nicht geholt. Ich glaube, für die Playstation habe ich das, aber ansonsten ist jetzt auch nicht so mein Fall. Online nehme ich mal an. Bin halt, wie gesagt,
Geistertafel, das klassische, mal ein bisschen der Squad Smash. Das ist das, was mir persönlich jetzt am meisten Spaß gemacht hat. Deswegen muss ich sagen, bin froh, dass ich es spielen durfte. Bin wirklich froh, dass mir Matze die Möglichkeit gegeben hat. Und Nintendo. Und Nintendo, natürlich. Wir dürfen nicht Nintendo vergessen. Die haben dafür gesorgt, dass das gerade überhaupt passiert. Die haben es gesponsert. Mhm. Dann war es eigentlich, also ich fand es war ein sehr schönes Experiment, diese 6 Wochen. Hat Spaß gemacht. War was Interessantes. Und wie würde Fox, nee, wie würde, doch, wie würde, nee, wie würde Samus sagen, see you next mission. Das ist richtig. So, dann würde ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Dann ciao. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch das Videotagebuch gefallen hat, dass es ungefähr euren Ansprüchen entspricht. Ich bin ja wirklich ein bisschen nervös und habe ein bisschen Angst vor dem Urteil, weil ich habe halt wirklich sowas noch nie gemacht und seid bitte nett. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Lasst euch gut gehen, werdet bei dem Wetter nicht krank und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Macht's gut!